Zu einem Sprung ins neue Jahr traf sich die Weltelite der Skispringer auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf. Die 13. Vierschanzentournee brachte die erste Bewährungsprobe in einer mit hohen Erwartungen beginnenden Saison. Dem deutschen Altmeister Max Bolkhardt gelang im ersten Durchgang auf der noch schweren und stumpfen Spur nur ein 68-Meter-Sprung. Er belegte den 9. Platz. Ebenfalls im Vorderfeld der über 70 Teilnehmer platzierte sich Georg Thoma. Trotz eines Bandscheibenleidens erzielte er bei hervorragender Haltung Weiten von 70 und 70,5 Metern. Für eine Überraschung an der Schattenbergschanze sorgte der Russe Pjotr Kowalenko. Seinen Namen wird man sich für die Weltmeisterschaften 1966 merken müssen, denn sein 76-Meter-Sprung sicherte ihm in Oberstdorf den 2. Platz. Doch der Norweger Brandsek ersprang einen unangefochtenen Sieg. Seine größte Weite 77 Meter. Mit fast 15 Punkten Vorsprung kann er dem weiteren Verlauf der Tournee in Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen zuversichtlich entgegensehen.